Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Das hört sich an. Das hört sich scheiße an. Mann! Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Oh. Mann! Datenmüll, Datenmüll. Ja, hallo. Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. In den nächsten 2 bis 3 Videos möchte ich euch zeigen, wie ihr ein elektrisches Longboard selber nachbauen könnt. Viel Spaß! Als erstes natürlich braucht man ein Longboard. Das zeichne ich jetzt mal hier hin, beziehungsweise ich versuch's. Kein Meisterwerk, aber... So, um das Ganze motorisieren zu können, brauche ich natürlich erstmal einen Motor. Der Motor muss an der Achse befestigt werden und das funktioniert über einen Motor-Mount oder eine Motorbefestigung. Die kommt hier dran, wird festgeschraubt. So, daran wird der Motor festgeschraubt. So, hier ist. So. Genau, dann kommt an den Reifen kommt ein großes Zahnrad dran, hier. So. Und an den Motor kommt ein kleines Zahnrad dran. Und wird beides über einen Zahnriemen verbunden. Vom Motor gehen 3 Kabel weg. Es ist übrigens egal später, welches Kabel man wie verbindet. Um die Geschwindigkeit später dann regeln zu können, brauche ich hier einen ESC. Ein ESC bedeutet Electric Speed Controller, also ein elektronischer Geschwindigkeitsregler. Der wird hier verbaut. Kommt jetzt mal hier vor. Bei mir ist die Besonderheit, dass ich ein VESC verbaue, das heißt ein VESC. Der wurde speziell von Benjamin Vedder produziert oder gebaut, wie auch immer. Und der ist ganz speziell für Longboards oder für große motorisierte Vehikel gedacht. So, und vom VESC ab brauche ich eine Stromquelle, die kommt jetzt hier hin. So, und dann muss ich noch vom West, brauche ich ja noch irgendwas, um das steuern zu können. Also eine Fernsteuerung in dem Fall. Kommt hier hin, ein kleiner Radiosender mit Fernsteuerung und der hat dann das Signal zur Fernsteuerung. Ja, das ist ganz schön gemalt. So, Fernsteuerung. So, damit kann ich dann im Prinzip die Geschwindigkeit regeln. Was ich jetzt noch zum Beispiel einbaue, ist hier zwischen kommt ein An-Ausschalter, dass ich das Ganze an- ausschalten kann. Und das war es im Prinzip schon. So, und das Ganze zeige ich euch jetzt, wie ich das zusammengebaut habe. So, um den Motor hier an dem, an der Achse festzumachen, habe ich mir hier so ein Motorkit bestellt im Prinzip. Gibt es bei Amazon, recht günstig. Ich finde es für den Preis echt gut. Also das hier fühlt sich hochwertig an, der Motormount. Das Zahnrad fühlt sich auch sehr hochwertig an. Ich würde behaupten, dass es aus Alu gefräst ist, genauso wie das kleine Zahnrad hier am Motor, am Motorschaft direkt. Auch der, der Zahnriemen, der hat einen sehr guten Griff. Also finde ich echt super für das Geld, was der gekostet hat. Ich meine, wenn man bedenkt, dass das woanders viel mehr kostet. Der Motormount hier ist allerdings zu klein für meinen, für den Motor, den ich dazu bestellt habe. Und zwar hat er das Problem, dass wenn ich den Motor hier spannen will, also ich kann den Motor hier verschieben durch diese Schienen. Und wenn ich den Zahnriemen spannen will, das heißt den Motor ganz weit hier rüber schiebe, dann ist das Loch hier für den Motor nicht mehr zu erreichen für die Schraube. Genauso wie die Löcher, Schraubanschlüsse vom Motor, die dann hier ungefähr hier sind und da. Das heißt, ich kann den im Moment erstmal nur mit einer Schraube festmachen, das ist mir zu wenig. Da werde ich jetzt das hier ein bisschen runterschleifen, dass ich hier besser dran komme. Dann werde ich das Ganze einmal so festschrauben, dass das passt, mir markieren. Und dann habe ich eine Vorlage, um die anderen beiden Bohrlöcher zu finden. Und werde dann da einmal durchbohren und dann kann ich den auch wieder mit
4 Schrauben festmachen. Und hier haben wir dann den großen, das große Motorritzel im Prinzip, also den Reifenritzel. Und zwar, was man dabei beachten muss, ist im Prinzip, dass der konisch drauf sitzt. Das heißt, wenn ich das jetzt im Prinzip drehe, dass sich das Ding genau mittig auf der Rolle befindet. Wenn das nicht so ist, dann schlägt das rauf und runter beim Rollen und der Zahnriemen wird dann abschlagen. Also der wird sich dann bewegen und dann irgendwann runterfallen. Ein Kumpel von mir hat das in so eine Drehmaschine eingespannt und hat dann hier eine ganz dünne Kante reingeschnitten. Also genau zentrisch eine Kante reingeschnitten, dass man dann das Zahnrad konisch einsetzen kann. Hat dann die passenden Löcher gebohrt, hier und die dann einmal noch versenkt. Okay, also das passt leider immer noch nicht, ist ja nervig. Diese Tür, ey. Ja, gar nicht. Boom, bitch, get out the way, bitch. Jawollo. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch bitte ein Like da, abonniert mich und im nächsten Video werde ich euch dann zeigen, wie man den Akku baut und danach kommt noch ein gesamtes Video, also einschalten lohnt sich. Ich werde das alte Video zum Longboard in der Videobeschreibung verlinken, könnt ihr euch auch nochmal angucken und dann bin ich raus für heute. Ciao.